Ab in das Wochenende mit neuen Karten. Wir starten mit der bretonischen Landschaft von Mael LTA. Das ist aber nicht Urmapper, sondern SO Modding ist der Urmapper dieser recht schönen Karte. Haben wir überhaupt irgendwelche Fehler da? Obwohl sie von Motop kommt. Schauen wir mal. Nein, ich sehe momentan nichts. Diese Karte ist auch für PlayStation und Xbox. Und ja, wir haben hier eine Genossenschaft, 50 kleine, mittlere und große Felder. Dann haben wir drei Farmen. Einmal eine Farm. Ich schätze, das hier sollte die Kuhfarm sein. Dann gibt es eine Pferdefarm. Und natürlich ein Getreidehoffarm, je nachdem, wie man es nehmen möchte. So, da haben wir auch ein Sägewerk, Ballenverkauf, Molkerei. Und ja, hier hätten wir eben den Kuhstall. Startfahrzeuge. Ja, wenn man möchte, kann man natürlich damit starten. Sind aber eher gesagt Fahrzeuge dabei, beziehungsweise Anbaugeräte, die sonst eigentlich nicht dabei sind oder sehr selten dabei sind. Und das ist auch eine Karte im Nachbau, nämlich sie hat ihren Sitz in Bretagne. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das ist in Frankreich. Und das sollte eben, wie gesagt, ein Nachbau sein. Okay. So, ich habe da. Hey, cool. Eine fliegende Badewanne. Okay. Ich bin neugierig, wie das funktioniert. Aber, okay. Wie gesagt, fliegende Badewanne. Okay, ja, fliegende Badewanne. Ah ja, gut. Lassen wir mal die Badewanne. Die fliegt. Und wir haben auch Straßenverkehr. Fußgänger haben wir auch da. Der Bach hat auch einen Sound. Und hier ist eine alte Bahnschiene, die sehr, sehr verwachsen ist. Bisschen warten. Gut, was gibt's da denn noch soweit? Ja, sie hat 597,44 Megabyte, diese Karte, für jemanden oder für alle, die das interessiert. Benutzerdefinierte sonst sind auf der Karte. Die Karte ist selbst realistisch, aber die Verkaufsstellen bzw. alles andere ist eher imaginär positioniert. Gut. So, ich finde den anderen Hof nicht. Aber auf jeden Fall gibt es hier höhere. Ah, da haben wir einen Hof. Den haben wir hier oben. Kann ich mit denen kaufen? Ja, kann man kaufen. Kostet knapp 20.000. Und das ist ja der stinknormale Hof. Für eben Getreide anbauen und das hier sollte der Pferdehof sein, da haben wir es ja. Das wäre der da dann. Gut. Fazit oder mein Fazit über diese Karte. Rundherumblick schaut recht gut aus und man kann auf jeden Fall auf dieser Karte spielen mit einer fliegenden Badewanne. Die sehe ich andauernd, komischerweise. Und ja, man hat auf jeden Fall sehr viel zu tun auf dieser Karte. Horst sollte es auch ein bisschen was geben, weil es auch ein Sieger gibt, aber nun ja, es ist ja aber nicht so wichtig im Großen und Ganzen. Aber von der Aufteilung der Felder und allem drum und dran schaut sie recht gut aus. Man kann rundherum fahren. Multifood haben wir. Ja, Luzerne Saatgut. Es ist aber nur Saatgut, Klee und Luzerne. So, Produktion sind keine Verträge hat man auch. Da sieht man es
Hühnerstall, Kuhstall und Pferdestall. Pferdestall hat man nicht von Anfang an, weil ich das wird angezeigt, weil ich es selbst gerade auch gekauft habe. Verkaufsstellen auch noch schnell kontrollieren. Okay, Sonnen, Raps und Oliven geht nicht zu verkaufen. Ja, Salat, Tomaten, Erdbeeren gehen auch nicht. Also da gehört meiner Meinung nach etwas nachgebessert. Der Wachstumskalender wurde auch verändert. Und somit war es das mit dieser Karte. Und ja, es kommen noch weitere neue Karten. Olle Sinne, eine italienische Karte mit 195, mehr als 195 Felder. Gut, hier gibt es drei Bauernhöfe und die Felder sind immer schön aufgeteilt. Es gibt rechteckige, ungleichförmige und rechteckig gedrehte Felder. Gefällt mir. Gut, die Karte kommt von Micromod. Die Karte ist auch für PlayStation und Xbox. Und da haben wir Verträge, keine Produktionen, alter italienischer Stall, moderner italienischer Stall und Pferdestall. Ja, das gibt's alles und insgesamt gibt es sogar vier Farmen. Dann haben wir auch noch Stallfahrzeuge, die hüpfe ich gleich durch. Natürlich ist alles wie üblich im Anfängermodus oder im neuen Bauernmodus gestattet, damit dass man auch sieht, welche Fahrzeuge man hat. So, Zuckerrohr und Baumwolle hat man hier mal nicht. Multifood haben wir auch nicht. Und der Wachstumskalender ist geändert worden. So, Fahrzeuge. Das wäre alles dann beim Händler. Da kann man eigentlich schon starten. Aber ich schätze, der Favorit wird ein bisschen knapp. Mit dem Zugruppen, vor allem ohne Frontgewicht. Ja, was haben wir noch? Eigentlich nichts. 673,89 Megabyte ist die Karte groß. Und eine User-Bewertung auf Motto von 4. Das kann ich sagen, weil ich es gerade sehe. So, 11 Weinfelder gibt es auch schon. Irgendwo, hier in der Nähe. Kommen wir die dran? Ah, da. Das ist schön überall verteilt. Besitzen wir schon eines? Nein, wir besitzen nur hier das Gebiet 18. Und da sind drei Felder drauf. Das wäre der Händler. Der Hof ist nicht erkenntlich irgendwie. Das ist der Supermarkt, der gehört auch schon uns, aber kein Hof. Auf jeden Fall haben wir hier eine Biogasanlage. Und ich schätze mal, im Getreide. Maro Getreide, das ist nur eine Verkaufsstelle. Okay, passt auch. Sägewerk gibt es auch. Obwohl ich glaube, auf dieser Karte gibt es oder wird es nicht viele Leute geben, die hier Forst machen. Ich glaube, ja. Diese Birken bleiben sowieso stehen, hauptsächlich, denke ich mir mal. Also Forst werden hier, glaube ich, nicht viele Leute machen. Und Gräben haben wir auch. Und ja, Gräben, das gibt es dann auch schon, genau, weil es gibt dann noch eine Karte mit und ohne Gräben. Ja, hier haben wir einen Pferdestall, da hüpfe ich gleich hin und nein, wir besitzen das noch nicht. So, bin ich jetzt überhaupt? Ich verliere mich immer wieder. Ah, da bin ich. Nein, diese Solaranlage, diesen Solarpark, eigentlich kann man sich nicht kaufen. Ja. Karte an und für sich ist so ziemlich eben. Ja, hier mal wieder einen Weingarten. Aber mit kleinen Erhebungen drinnen, das lockert das Ganze etwas auf. Und ja, komplett eben ist sie nicht. Sie sind wieder mal bei ein paar kleine Erhebungen. Und ja, mehr habe ich, glaube ich, auch nicht zu zeigen auf dieser Karte. Hier ist auch ein Hof.
Also die Höfe kann man sich sozusagen wirklich schön aussuchen. Diese Durchfahrt gefällt mir auch gut. Ja, wie schaut es mit dem Rundumblick eigentlich aus? Ja, der ist hier. Und ja, damit lässt sich ehrlich gesagt auch leben. Und ja, für große Fahrzeuge, also Gerätschaften, ist diese Karte nichts. Eher für maximal mittlere, würde ich sagen. Und damit hätten wir diese Karte. Ocean Sattlinger Wald. Ja, der Name sagt schon, das ist eine Postkarte. Man hat aber auch zwei Felder, man kann alles verkaufen. Und hier gibt es auch 100 standardmäßige Sammelstücke der US-Karte. Es gibt da drei Gebiete zum Kaufen. Auf der einen Seite 410.000 das gesamte Waldgebiet, das uns aber auch schon gehört. Und die Felder kosten eine Kleinigkeit. Gut, Karl Tegi und Pixel Farms sind die Mapper dieser Karte. Und die Karte ist auch für PlayStation und Xbox. So, da haben wir auch noch ein paar Starfahrzeuge. Da hüpfen wir gleich noch durch. Verkaufen im Versandhafen sollte man auch alles, na gut, die Platinum-Addon gehen nicht zu verkaufen. Und Wachstumskalender ist auch nicht verändert. Und ja, schauen wir mal, was wir da haben. Ah, das ist ein Selbstbau. Das ist so eine Art Vorwahler. Das ist Harvester, auch Selbstbau. Würde ich mal sagen, ich persönlich kenne sowas nicht. Und ja, der hat sogar hinten einen Klemmback drauf. Hat nicht jedes Stück sowas. Und was zeigt es wieder? Hier gibt es viel Forst. Ja, von oben schaut die Karte auch nicht anders aus. Viel Forst, Wald, wohin man schaut. Ja, Precision Farming Ready ist sie auch. Eureka Farms von TNT Modding. Diese Karte ist auch für PlayStation und Xbox. Hat 11 Produktionen, 13 große Felder. Da kann man ja mit großen Fahrzeugen fahren. Großgrößen und größten würde ich schon fast sagen. Ja, zwei Forstflächen gibt es auch. Und ja, saisonales Wachstum, Sägewerk und alles drum und dran ist auch da. Für PlayStation Xbox ist sie auch. Und ja, mehr gibt es nicht. Die hat eine Kartengröße von 89,85 und 58 Megabyte. Ja, man sieht, große Staatsfahrzeuge hat man schon. Also man braucht eigentlich nur mit die Felder kaufen. Und ich wette sogar, die Felder kosten nicht einmal so viel. Jetzt auch mal große. Ja, wie gesagt, große Maschinen, das ist der Hof. Was kosten die Felder? Naja, 1,95 11 11 913 400 46.000. Was 76.000, knapp eine Million. Also die Felder kosten schon etwas. Aber dafür hat man eben große Fahrzeuge, die man, naja, eigentlich nicht aufrüsten muss. Einfach nur mehr kaufen. Und ja, das wäre der Hof, der ist ungefähr in der Mitte der Karte, der Rundumblick der Karte. Ja, es geht. Die Karte an sich ist halbwegs flach mit kleinen Erhebungen. Finde ich in Ordnung. Gut. Im Prinzip haben wir sonst nichts. Gut haben wir hier nicht. Verträge haben wir, Produktionen haben wir keine, noch nicht. Ja. Alles in groß. Schaf, Schweine, Hühner, Kuh und Pferde. Stofffahrzeuge, Verkaufsstellen und kaufen kann man auch. Kaufen kostet nur, da kann man, wenn man möchte, richtig viel Kohle scheffeln eigentlich. Ja, das ist der Wachstumskalender. Da wurde nichts verändert. Hier sieht man die ganzen Ställe, die schon auf dem Hof sind. Und mehr gibt es nicht bei dieser Karte. Die Lok ist fehlerfrei, so viel ich gesehen habe. Und ja, ist ja auch, na gut, kommt ja auch von Motob. Ich hoffe, dahingehend machen sie alles richtig.
Gut. Soweit zu dieser Karte. Und jetzt kommen die Updates. Rock'n Farm von Game Time Tone. Die Karte ist jetzt in der Version 1.0.0.1 hier und ist auch für PlayStation und Xbox. Für diese Version benötigt man einen neuen Spielstand. Was sich geändert hat, ist, dass man einen zusätzlichen Mod herunterladen muss. Dann einige Dekorationen wurden am Haus und Feld 7 geändert. Und Dekorationen in der Häuserreihe in der Nähe der Fahrzeugwerkstatt wurden auch noch geändert. Ja, dann wäre das im Prinzip ein Teil des Hofes. Der Hof geht hier so rüber und so weiter. Und eine schöne Änderung ist, die Feldpreise wurden um die Hälfte reduziert. Und für eine normal große Karte, finde ich, ist das okay. Gut, dann war es das mal mit dieser Karte. Gold Crest Valley 22 Version 2.0.0.1. Sie kommt von Chillabooki und ist auch für PlayStation und Xbox. Ja, was wurde hier verändert? Und das ist nämlich die Fichten und Kiefern wurden jetzt geändert, dass man auch Seilwinde anbringen kann. Halt, dass man die Seilwinde anbringen kann daran. Dann Girder Pack DLC kompatibel, auch für die Ballen und die meisten Gebäude. Da wurde eine ja, Spiegelung hinzugefügt. Und zwei Felder sind jetzt zusätzlich mit Grasmissionen. Also zwei Grasfelder. Und ein neuer Spielstand ist nicht vonnöten, außer man möchte diese Grasmissionen auch haben. Dann benötigt man einen neuen Spielstand, sonst nicht. Und Version 1.2 von Torben. Und die Karte ist für PlayStation und Xbox. Ja, ein neuer Spielstand ist leider vonnöten für diese Version. Und hier wurde so einiges gemacht, nämlich einige kleine Fehler wurden behoben. Die Deko vom Starthof ist jetzt in Gruppen verkaufbar. Dann die Farmlands zwischen 45 und 70 wurden angepasst. Easy Sheet-Halle wurde ersetzt. Die Baumarten wurden gewechselt. Die PDA ist auch neu. Und ein Update wurde für das Gövel DLC auch noch zusätzlich gemacht, damit das ohne Probleme funktioniert. Und noch vieles mehr. Ja, und wie gesagt, ein neuer Spielstand ist vonnöten. Nordfriesischer Marsch, vierfach. Diesmal habe ich die Karte mitgegeben. Version 3 von Field Action. So, man benötigt eventuell ein neues Safe Game. Aber man kann das alte Safe Game mitnehmen. Dafür gibt es bei Forbidden Mods, bei den Reiterversionen, da gibt es einen YouTube-Link zum Field Action. Da wird erklärt, wie man sein Safe Game trotzdem übernehmen kann. Dann neue Multifood-Erweiterung mit großer Einbauhilfe von Recognize. So, da haben wir Roggen, Dinkel, Triticale, Luzerne, Möhren, also Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Lavendel, Weißkohl, Leinsamen, Mohn, Senfkörner und Bohnen. Dann weiter Erbsen, Linsen, Kleegras, Hanf, Buchweizen, Kichererbsen, Vermehrungsgras und Tabak. Und ja, hier sind wieder so ziemlich viele, ja, Multifruchtfrüchte dabei. So, neue Früchte. Das sind Leinsaat und Leinsaat Lachs. Mohn, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, Linsen, Senfkörner, Buchweizen, Tabak, Vermehrungsgras, Hanf und natürlich die ganzen Hanfsamen. Hanfschwart, Kleegras, Kleeheu, Hülsenfrüchte, Stroh. So, fünf Ballensorten gibt es. Da gibt es Flachs, Klee,
Kleeheu, Hanfschwad und Hülsenfrüchtestroh. Neu sind die Texturen von Lavendel, Luzerne, Karotten, Zwiebeln und ja, die Texturen sind neu. Reifenspuren, Fruchtzerstörung und Stoppelzerstörung nach der Ernte sind bei fast allen Früchten verbessert worden. Oliven- und Traubenpaletten wurden geändert, fehlende Store-Items wurden in XML-File bearbeitet und eingefügt. Holzpreis wird jetzt in der Preisübersicht angezeigt, Gewicht von Schüttgütern wie Sand, Erde, Kies und Kalk wird angepasst. Schwebende Bäume an der BGA Nord, Nebenfeld 35, wurde gefixt. Dann, Silagehaufen können nun bis zu 5 Meter hoch geschüttet werden. Das ist richtig gut. Grabendeko zwischen Feld 63 und 66 wurde kleiner skaliert. Dann Zaun an der BGA Süd, Richtung Süden in der Kurve, das wurde etwas verschoben. Dann Erweiterung beim Tierfutter, sofern Tierstelle, man Tierstelle hat, wurden passend verbreitet. Kühe im Bereich Gras, da geht nun auch Klee stattdessen. Und bei Heu geht auch Kleeheu und Mischfutter geht auch oder ist als Ersatz auch Kleeheu. Schafe nehmen nun auch Klee und Kleeheu an. Schweine nehmen auch Futtergruppe 1 in der Futtergruppe 1 auch Bohnen, Erbsen und Kichererbsen an. Pferde nehmen auch Klee und Heu an. Hühner. Die nehmen Vermehrungsgras, Linsen und Leinensaat an. Wechselnde Anzeigetafeln vor dem Fahrzeughändler. So, hier ist auch alles richtig eingetragen. Und supportete und nordfriesische Marschbewohner wurden auf dem neuesten Stand gebracht. Gut. Soweit. Jetzt einmal zu dieser Karte. Altenstein Version 1.0.6 von Augustinus 50. Da gab es nur kleine Änderungen, nämlich da wurde einfach nur der Download-Link erneuert und der Futtermischer sitzt wieder an den Ort bzw. an dem Ort und Stelle, wo er sein sollte. Soweit das war nicht genullt, schreibt er da. Und ein neues Savegame für diese Karte ist nicht nötig. Damit verabschiede ich mich recht herzlich. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns da wieder am Dienstag in der Früh. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Abo, damit ihr immer auf den Laufenden seid. Also, bis dann. Ciao, ciao.